Liebe Zuschauer, die ITB 2016, wir haben es schon gesagt, hat begonnen und jetzt geht es Schlag auf Schlag hier bei uns im Studio und neben mir sitzt Annette Zierer. Annette, und wir haben uns jetzt ein Reiseziel ausgerucht, wo ich sage, es gibt ein Partnerland dieses Jahr auf der ITB, die Malediven, und wir haben uns jetzt die Malediven ausgesucht und ich habe eben zu dir gesagt, wir haben uns das Schönste, glaube ich, ausgesucht. Kann man das so nennen, das Rangali Island? Ja, das Konrad Rangali Island, das ist jetzt natürlich schon ein Traditionshaus. Das ist das Hotel. Heute Morgen habe ich gerade darüber nachgedacht, dass das ersten spektakulären Weinkeller auf die Malediven gebracht hat. Die erste Wein- und Schießbar, das erste Unterwasserrestaurant, was immer noch der Hit ist, das ITA-Restaurant. Da sitzt man wirklich eben in, wie in einer Taucherglocke und um einen herum ist die bunte Unterwasserwelt und man diniert dort oder hat zum Mittagessen die köstlichsten Kreationen vom Küchenchef. Das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Ich habe jetzt gerade auch mal nachgerechnet, es war 2003, als wir die erste Sendung über das Rangali Island gemacht haben, damals noch mit dem jetzigen RBB, als wir drüben waren und Carsten Schick, damals der General Manager war, der hat gesagt, ihr müsst aber alle Küchen bei uns durchtesten und so mussten wir leider 9 Tage aushalten. Oh, war das schrecklich. Jetzt muss man 12 Tage aushalten. Halten, weil jetzt gibt es 12 Restaurants und Bars. Also nee, das ist aber jetzt gemein. Ja, weil jetzt hat gerade noch der Jerome Long, der Superstar-Koch, der in Peking und in Shanghai auch seine Super-Restaurants hat, der hat jetzt eben auch, also zum ITA ist jetzt noch das UFA-Restaurant dazugekommen, eine zeitgenössische chinesische, asiatische Fusion-Küche. Also die Speisekarte liest sich schon sensationell. Als wir die Pressetexte geschrieben haben, da war es schon hart, dass wir dann nur das textlich hatten und nicht gleich essen konnten. Genau. Die Malediven sind ja, wie gesagt, dieses Jahr das Partnerland. Wie weit muss ich denn fliegen oder wo muss ich denn hinfliegen und wie geht es weiter, dass ich dann auf das Rangali Island komme? Ja, man fliegt nach Male zum International Airport. Der ist jetzt aber auch nicht in Male direkt. Also ja, man hat eigentlich, lernt man das Land an sich gar nicht kennen. Also man kommt am internationalen Flughafen an, der auf einer Halbinsel neben Male Stadt ist. Und dann steigt man aber eigentlich sofort um dort in das Wasserflugzeug und wird direkt innerhalb von 20 Minuten, im Fall vom Konrad, 20-minütiger Flug, dann ins Konrad gebracht. Und ich muss sagen, normalerweise mag ich keine kleinen Flugzeuge, aber dieser Flug mit diesem Wasserflugzeug, da ist schon immer die Reise spektakulär. Genau. Hast du das auch so erlebt, dass der noch zweimal gelandet ist, Gäste abgesetzt hat und wieder gestartet ist? Einmal ist er bei mir immer gelandet, nochmal. Ja, aber es ist eigentlich immer auch spektakulär und einfach schön und von oben diese herrliche Welt zu sehen, das ist einfach ein Traum. Ja, also liebe, das müssen Sie einfach mal ausprobieren, das müssen Sie auch einfach mal erlebt haben. Wenn Sie also Ihren nächsten Urlaub vorhaben, dann sagen, machen Sie einfach eins, sprechen Sie mit der Bank, nehmen ein bisschen Geld mehr mit, aber das, was Sie dort erleben, denn das Rangali Island hat 2 Besonderheiten, und zwar, es sind 2 Inseln. Sie können vorne von der einen Insel über einen 400 Meter langen Steg auf die zweite Insel, so quasi auf die Abenteuerinsel, können dann, was Annette schon gesagt habe, diesen wunderschönen Weinkeller besuchen. Sie können am Strand Sushi essen und Sie können wunderschön dinieren. Und wenn Sie sagen, nee, laufen möchte ich nicht mehr, dann fährt Sie das Boot wieder zurück auf die Hauptinsel. Genau, also dann kann man natürlich auch entweder mit dem Buggy-Service oder eben die Brückendestination kann man auch abkürzen mit dem Boot. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann ein bisschen was Köstliches gegessen hat, dann möchte man ja auch ein bisschen laufen. Und das kann man dort auch, ja. Und man kann natürlich herrlich am Hausriff schon tauchen, schnorcheln. Man hat 2 fantastische Spas. Also auch drumherum ist natürlich viel, viel geboten. Stimmt, das habe ich auch erlebt. Dann liegen Sie auf der Liege und gucken unter Ihnen, gucken Sie die Fische an oder die gucken Ihnen zu. Also, und Sie können 2 Möglichkeiten wählen. Einmal, Sie können in einem festen Bungalow wohnen oder Sie können in einem Wasserbungalow wohnen. Genau, man hat die beiden Möglichkeiten und dann hat man noch die Möglichkeit, wenn man jetzt noch mehr Spa möchte, kann man sogar in einer Spa-Villa wohnen, in dem sogenannten Spa-Retreat. Dort hat man dann eigentlich den Behandlungsraum gleich noch neben dem Schlafzimmer. Also das ist natürlich auch noch praktisch. Annette, das Rangali Island haben wir jetzt durch, aber du hast ja noch viel, viel mehr im Portfolio und das, was du immer mir so zuschickst, wo ich,
Dann kann ich nur sagen, da möchte ich überall hin. Du hast tolle Hotels in der Türkei. Du hast aber auch ganz nah in Österreich, hast du ja auch einen ganz lieben Kunden, den ich auch schon seit 20 Jahren kenne, den Jagdhof. Und da gibt es ja auch so tolle Sachen, die du mir jetzt gerade zugeschickt hast. Ja, also der Jagdhof hat natürlich eben, ist ein familiengeführtes, mit 5 Sterne Ski, aber auch natürlich im Sommer Spa-Resort, 3000 Quadratmeter Spa, einen herrlichen eigenen Garten, in dem man im Sommer liegen kann, mit Pool draußen. Und ich muss sagen, ich liebe die Berge eigentlich fast im Sommer noch mehr. Natürlich bin ich auch begeisterte Skifahrerin, aber im Sommer ist es natürlich herrlich mit Wandern, mit Fahrradfahren, mit Berge erklimmen, also auch vielleicht sonst, wenn man ein bisschen faul ist, fährt dann natürlich auch die Gondel hoch und man läuft oben ein bisschen spazieren. Dann haben sie aber auch Wasserfälle und hast du das schon mal gemacht, nahe so eines Wasserfalls zu wandern, dann hast du noch diese schöne wassergetränkte Luft einfach, die dort ist, die natürlich der Haut besonders gut tut. Ich dürfte es in Krimmel erleben. Okay. Aber du hast ja... bei diesen herrlichen Hütten ein und das ist doch diese Sommerfrische pur dort. Du hast aber bestimmt noch mehr. Was gibt es Neues jetzt in deinem Angebot? Wenn man jetzt nicht so weit wie auf die Malediven mal fliegen möchte, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich einfach mal ein paar Tage herrlich entspannen, dann bietet sich im Inntal Geinberg 5 an. Das ist eine Villenanlage, 21 Villen, alle an Badeseen gebaut. Und das Besondere ist, jede dieser Villen hat ein eigenes Spa. Also man hat seine eigene Sauna, man hat sein eigenes Dampfbad, seinen eigenen Whirlpool, seinen eigenen Badesteg, einen eigenen Butler, der ihm alles arrangiert, was man arrangiert haben möchte. Ein Restaurant, in dem man 24 Stunden das essen kann, was man essen möchte gerne. Und dann ist noch ein Spa mit einer angeschlossenen Therme. Also man hat einen Exklusivspa nur für die Villengäste, aber dann auch die Leistung der großen Therme. Also das ist jetzt, wenn man sagt, jetzt möchte ich mal einfach 3-4 Tage nur abtauchen und man möchte sich jetzt nicht schon wieder in den Flieger setzen und 8 Stunden fliegen, dann ist das natürlich mal eine ideale Geschichte. Dann haben wir natürlich die herrliche Welt der Mandarin Oriental Hotels, die Hotels von New York bis Bangkok haben. Und bleibe ich doch gleich mal bei Bangkok. Das Haus in Bangkok, das feiert dieses Jahr 140 Jahre Jubiläum. Jetzt sagst du natürlich gleich, so alt ist Mandarin Oriental ja natürlich noch gar nicht. Klar, das Hotel ist erst als Oriental Hotel eigenständig geworden. Und dann hat Mandarin Oriental hat es dann 1974 übernommen. Also ich war einmal in Bangkok, ich glaube, ich war auch in diesem Hotel. Das liegt ja auch direkt am Wasser, ne? Also hat ein wunderschöner Blick. Und, also das ist schon, ja, muss ich schon sagen. Und die haben jetzt alles, glaube ich, neu gemacht und haben gesagt, so, wir machen jetzt alles frisch. Mühsamst hat man mit Historikern, hat man sich die alten Bilder wieder angeschaut, hat die alten Bücher gewälzt und hat eben den historischen Teil jetzt eben nicht renoviert, sondern eigentlich restauriert und teilweise eben auch noch das wieder noch in einem, im Laufe der Zeit sind natürlich einige Sachen hinzugekommen. Und dann hat man sich gedacht, nee, das kann man jetzt eigentlich wieder wegnehmen und hat zum Beispiel die Balkone wieder so geöffnet, wie sie ganz früher mal im Anbeginn waren und solche Geschichten alle schön gemacht. Aber du hast ja noch ein tolles Haus, das ja gar nicht auch so weit weg ist, das liegt in der Türkei. In der Türkei, das Mandarin Oriental Bodrum, das ist natürlich auch eine fantastische Region dort. Das ist sozusagen das Saint-Tropez vom Mittelmeer in der Türkei geworden, hat sich da eben wirklich etabliert mit super Highlight-Restaurants. Dieses Jahr eröffneten Zuma dort, Nobu Billionaires Club, also das ist so dieses Saint-Tropez der Türkei geworden. Und das Mandarin Oriental dort liegt auch in einer eigenen Badebucht mit den fantastischsten Restaurants, Spa, einem herrlichen Beachclub etc. Also auch das lohnt sich. Und die Lufthansa fliegt direkt hin. Also, liebe Zuschauer, jetzt wissen Sie Bescheid. Wir haben Ihnen jetzt so viele heiße Tipps gegeben. Und wenn Sie das alles nochmal erleben wollen, dann sollten Sie auch nochmal die ITB besuchen. 2016 gehen Sie einfach durch die Hallen, schlendern mal hier durch, lassen sich inspirieren. Aber wenn Sie sagen, da oder da möchte ich hin, ist kein Thema, dann können Sie das wieder leicht buchen. Man findet ja auch alles leicht im Internet, oder?
Genau, also auf die Webseite Mandarin Oriental zum Beispiel gehen oder Deinberg 5 findet man alles im Internet. Also, dann machen Sie sich an die Arbeit. Heute Abend gibt es ja sowieso nichts im Fernsehen. Also, dann können Sie ein bisschen im Internet stöbern, können Ihren nächsten Urlaub planen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im Rangali Island auf den Malediven und essen dann zu Abend oder machen einen schönen Dinner dann im Unterwasserrestaurant. Und wenn Sie das einmal erlebt haben, dann werden Sie sagen, das war die Reise schon wert, dass ich hier einmal sitze und über mir die ganzen Fische, so ich schätze mal 10.000, vielleicht auch jetzt mittlerweile ein paar mehr, die dürfen Sie dann auch genießen. Und wenn Sie es nicht so weit haben wollen, wir haben es gehört, Österreich lockt, die Türkei lockt. Annette, dann darf ich dir erstmal mich bei dir herzlich bedanken, dass du da warst und uns die ganzen vielen Neuigkeiten rübergebracht hast und wünsche dir eine schöne Messe und toi toi toi. Und wenn es was Neues gibt, dann mir zuschicken. Ist denn möglich, dass ich vielleicht Geilenberg dann am Montag gleich buchen kann bei dir? Natürlich, gerne. Immer gerne anrufen. Okay. Vielen Dank, war schön hier zu sein und eine schöne Messe. Danke. Danke.